Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quicktipps. Mein Name ist Arno Burger und heute wollen wir uns mal anschauen, wie ihr in OneNote Textcontainer farbig machen könnt. Ich habe hier zwei Varianten mitgebracht. Die erste Variante ist, du hast einen vorhandenen Text und die Frage ist jetzt, willst du den Text, der hier schon in diesem Textcontainer vorhanden ist, willst du den farbig einfärben? Da gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, die Texthervorhebungsfarbe zu nehmen. Der Nachteil daran ist eben, dass nur der Text farbig wird, also nicht der gesamte Hintergrund dieses Textcontainers. Und es ist so, es gibt diese Funktion nicht für Textcontainer, dass sie komplett farbig werden, aber wir können uns da behelfen. Ich nehme nochmal die Hervorhebungsfarbe raus. Und zwar machen wir eine Tabelle aus diesem Text, dazu markieren wir den komplett. Gehen auf Einfügen, Tabelle, Tabelle einfügen und wählen Spaltenzahl 1, Zeilenzahl 1, bestätigen mit OK. Dann wird aus dem markierten Text eine Zelle und diese Zelle, die hat jetzt im Moment einen weißen Hintergrund. Und wenn wir ins Menüband Tabelle gehen, auf Schattierung und hier eine Farbe auswählen, sagen wir mal Orange, dann seht ihr, jetzt ist praktisch die ganze Zelle orange eingefärbt, aber genau genommen ist es natürlich nicht der Textcontainer, sondern es ist die Zelle. Und jetzt muss man einfach ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt hier am Ende die Tabulator-Taste drücken würde, dann würde eine neue Spalte in der Tabelle aufgehen. Aber an sich ist das eine gute Möglichkeit, um einen Textcontainer farbig einzufügen. Wenn ihr das mit einem neuen Text macht, dann wäre der Weg gleich: Einfügen, Tabelle, eine Zelle, dann färbt ihr den entsprechend farbig ein und jetzt schreibt ihr den Text, den ihr schreiben wollt. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare. Ich freue mich da sehr. Bis dann. Ciao, euer Arno.